Kämpfen für die Freiheit. Aus dem Knast in den Ring. Thailands Nationalsport Muay Thai. Wer hier als Häftling siegt, kommt früher aus dem Gefängnis. Ich kämpfe, um freizukommen, meint er. Auf dem Weg in den Knast. Die Gefängnisse in Thailand sind völlig überfüllt. Es ist Platz für 100.000 Häftlinge, tatsächlich aber sitzen dreimal so viele ein. Fast ein Jahr hat es gedauert, bis die örtlichen Behörden zugestimmt haben, dass wir in einem der Gefängnisse filmen dürfen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen werden wir an einem Morgen um 6 Uhr früh in einen Trakt von jugendlichen Drogendealern, Vergewaltigern und Mördern geleitet. Die Häftlinge, die im Muay Thai eine Chance auf eine Profikarriere haben, dürfen trainieren und haben die Möglichkeit, vorzeitig entlassen zu werden. In diesem Gefängnis sind von den Wärtern 18 Insassen für dieses staatlich finanzierte Programm ausgewählt worden. Jeden Morgen zunächst eine Stunde laufen. Danach der Appell mit allen Häftlingen, die die unterschiedlichsten Strafen abzusitzen haben. Von 3 Jahren bis lebenslänglich. Hartes Training, harte Jungs. Bei einem sind am Bauch Narben von einer Messerstecherei zu erkennen. Nach einer Stunde Laufen nun eine Stunde Kraft. Einer der Hauptwärter ist der Trainer. Die, die kein Potenzial haben, dürfen nicht mitmachen. Der Staat will seine Gefängnisse entlasten und hat die Wärter daher angewiesen, die talentiertesten Häftlinge auszuwählen und zu trainieren. Die Gefangenen sollen ihr Leben ändern, erklärt der Hauptwärter. Das Training hilft ihnen, sich von Drogen fernzuhalten. Wir empfehlen der Strafvollzugsbehörde, dann diejenigen vorzeitig zu entlassen, die national mal zu den besten Kämpfern gehören können. Muay Thai ist eine jahrhundertealte Kampfkunst, hat in Thailand eine riesige Bedeutung. Nach Laufen und Kraft nun auch noch eine Stunde Sparring. Bei bereits 30 Grad am Morgen sind die Ventilatoren ausgeschaltet. Der Schweiß wird von anderen Häftlingen immer wieder weggewischt. Das ist Suntorn, 24, wegen Raubüberfalls zu 6 Jahren verurteilt. Das ist Monkol, 21, seit 3 Jahren wegen Drogendeals in Haft. Suntorn muss noch 2, Monkol noch 1 Jahr sitzen. Aber sollten sie sich beim anstehenden Kampfabend beweisen, würden sie ihre restliche Haftdauer auf nur noch 6 Monate begrenzen können. Nach 3 Stunden Trainingsende. Innen drin leben sie mit bis zu 30 Mann in einer Zelle. Dort filmen dürfen wir nicht. Thailands Gefängnisse sind berüchtigt für schlimme Zustände. Es ist ein wirklich hartes Leben hier, sagt Monkol, wenn man es überhaupt Leben nennen kann. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss schnell ein besserer Mensch und ein guter Kämpfer werden. Dann kann ich bald endlich hier raus. Ein paar Tage danach gibt es in einem kleinen Ort nahe Bangkok anlässlich eines Volksfestes einen staatlich organisierten Kampfabend. Für ein paar Stunden raus aus dem Knast dürfen Monkol und Suntorn, die hier ihre Privatkleidung tragen dürfen, Dortmund- bzw. Bayern-Trikot, billige Imitate. Ihre Familien sind gekommen und versorgen sie erst einmal mit Essen. 3 Gefängniswärter sind in Zivil in der Nähe und sichtlich entspannt, obwohl sich bereits zu Beginn des Abends in der Dunkelheit eine ordentliche Menschenmenge angesammelt hat, haben die Wärter keine Sorge, dass Monkol und Suntorn die Gelegenheit zur Flucht nutzen. Sie würden schließlich für solche Veranstaltungen nur die auswählen, die sich im Gefängnis gut benommen und gut trainiert hätten. Die beiden hier hätten nicht mehr viel Zeit abzusitzen. Beide wüssten, dass sie legal durch erfolgreiche Kämpfe früher rauskommen könnten. Dann wird es ernst für Monkol. Ein letztes Gebet vorm Kampf.
Sein Gegner, der kein Häftling, sondern ein Muay Thai-Halbprofi ist, führt einen traditionellen Tanz auf, der seine Lehrer ehren und seinen Kontrahenten verhexen soll. 5 Runden à 3 Minuten sind angesetzt. Die Kämpfer bewegen sich quasi im Takt. Denn bei Muay Thai spielt die ganze Zeit eine Band, die den Rhythmus im Ring teilweise vorgibt, indem sie gegen Rundenende immer schneller spielt. Mong Khol schlägt sich gut. Sein Gegner stammt aus einer berühmten Kampfschule und ist Favorit bei den Zuschauern, die untereinander wetten. Manche bestreiten mit diesen Wetten ihren Lebensunterhalt. Muay Thai ist vor allem bei den vielen armen Menschen im Land beliebt. Die Kämpfer werden verehrt, auch wenn sie mit ihrem Sport nicht viel verdienen können. An diesem Abend bekommt jeder Gewinner umgerechnet 15 Euro. Mong Khols Familie ganz nah am Ring, froh, ihren Sohn zumindest kurz in Freiheit zu sehen. Am Ende gewinnt er. Zum ersten Mal sehen wir ihn lächeln. Er sei jetzt glücklich und werde heute Nacht allen in seiner Zelle davon erzählen. Sun Thon, der andere Häftling, verliert danach seinen Kampf. Er war zu nervös und muss nun Monate auf eine neue Chance warten. Seine Zukunft sei ungewiss, sagt er. Danach geht alles ganz schnell. Die beiden Häftlinge müssen sich zügig von ihren Familien verabschieden. Im Gegensatz zu Sun Thon bekommt Mong Khol von den Wärtern eine positive Empfehlung. In 6 Monaten darf er wohl vorzeitig raus und soll in einer Muay Thai-Kampfschule angestellt werden. Mit dem Gefängniswagen geht es zunächst aber zurück in den Knast. Wir sind eins. ARD.